Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Zero hat Angst wie ein kleines Mädchen. Wir befinden uns hier immer noch in der Metro von Novosibirsk und haben eine Menge Spaß mit irgendwelchen ekligen Würmern und Nacktmullen, beziehungsweise Nacktpaten, wie ich sie nenne. Hallo, wer ist da? Irgendwer hat geklopft. So, und wir versuchen uns von diesen tropfenden Dingern da fernzuhalten, weil ich irgendwie, oh Gott, hier ist alles tropfig. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass gleich irgendwas aus dem Wasser springt. Da. Das da ist nämlich irgendwie ein bisschen auffällig. Gott. Jetzt kommt auch noch Strahlung hinzu. Ich weiche dem ganzen Dingern aus hier. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt gleich irgendwas. Irgendwas kommt da gleich aus dem Wasser. Ich will nicht, dass da irgendwas aus dem Wasser kommt. Da ist ein Würmchen. Spuck mich nicht an, bitte. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Das ist ja ekelhaft. Lasst mich in Ruhe. Kann ich nicht meine... Reicht das, um die aufzuhalten? Nein. Oh, was ist das denn für eine Kacke? Lasst mich in Ruhe. Toll. Danke, Leute. Danke, echt. Herzlichen Dank. Okay. Toll. Meine Gasmaske sitzt am Arsch wegen euch. Herzlichen Dank. Oh, ist ja ekelhaft. Ich glaube, wir gehen jetzt direkt ins Nest. Oh. Oh nein, nicht im Wasser kämpfen. Oh nein, ich, oh Gott. Drei. Hilfe. Holy shit. Ah, das sind Blutekel. Riesige verdammte Blutekel. Ich muss hier raus. Mein verdammtes Boot in Ruhe. Junge! Ich will hier weg. Lass mich hier weg. Das sind diese Würmer, mutierte Blutegel. Oh nein, bitte nicht. Lasst mich in Ruhe. Spuck mich doch nicht an. Ich bin frei. Da wartet die Freiheit auf mich. Oh. Oh Gott, wie beim großen Fischi. Ja, hier sieht es auch nicht wirklich besser aus. Du verfluchtes! Oh Gott, meine Gasmaske ist kaputt, ne? Kann ich die irgendwie reparieren? Ich kann die nicht reparieren. Ich bin am Arsch. Geil. Hä? Wie repariere ich meine Gasmaske? The fuck? Okay. Habe ich kein Flickzeug oder so, dass ich irgendwie mal ein Pflaster drauf machen könnte oder so? Hä? Okay, wir haben jetzt ein kleines Problem. Ich werde höchstwahrscheinlich ersticken.
Ach Gott, nein. Wieso bin ich wieder hier? So, da sind wir wieder. Ich habe geguckt, wie man das macht. Man kann die reparieren jederzeit, alles klar. Okay, sonst hätte ich gesagt, muss ich jetzt laden, ob da irgendwie 45 Minuten neu spielen. Ist ja auch kacke. Haut ab! Los! Weg mit euch! Ich mag euch nicht. Ihr seid schrecklich. Oh Gott, wer ist denn jetzt schon wieder hier? Oh. Stopp. Okay. Kleinen miesen Kackviecher. Oh Gott, falsche Taste. Ja, immerhin bekommt man was von denen. Was war das? Wieso habe ich mich bewegt? Ich rutsch runter. Ist aber nicht der Schlund von dem Typen, oder? Ach du Kacke. Ja, cool. Ignoriere es einfach. Ist hier vielleicht noch ein... Was? Wieso schießt du denn nach oben? Ist hier vielleicht noch ein größeres Viech? Scheiße. Oh. Ich bin raus. Ich seh nix, Mann. Oh, diese Scheißlevel. Ich renne hier jetzt durch wie so ein Bekloppter. Ist mir egal. Bezieh dich, Junge. Wer spuckt mich jetzt schon wieder an? Ich glaube, ihr habt eine Macke, ey. Ihr dreckigen Kleinen. Oh, wie ich euch hasse. Abscheulicher. Dreckszeug. Gibt's ja irgendwo eine Werkbank vielleicht? Oh, 8 Sekunden ist ja toll. Ist genau das, was ich gebraucht habe. 8 Sekunden, darauf wird es ankommen. Ihr werdet sehen. Dadurch werde ich überleben. Soll runter? Ich bin schon weg, Jungs, hört auf zu spucken. Ich bin schon weg. Ich will hier nicht mehr sein. Ich will hier nicht mehr sein. Oh, ich gehe erstmal kacken gehen. Oh, mein kleiner Angstschiss. Schwör's dir, Junge. Hau ab. Oh. Eine Werkbank. Okay, wir hatten ja noch irgendwie nur einen Aufsatz bekommen. Achso, Stabilität am Arsch. Nee, nee. Das ist schon in Ordnung so. Erstmal den Scheiß hier reparieren. So, Rest können wir auch so machen. Halt, Waffen reinigen. Jetzt werden wir hier unsere Waffen reinigen.
Ja, bei dem wurde es Zeit. Und der ist noch komplett fit. Okay. Oh, 26 Sekunden. Semionic, lass alles stehen und liegen und bring spätestens morgen deine gesamte Feuerwehr mit. Hier haben sie seit 2 Tagen nichts abgefackelt und wir stecken knietief in diesen verdammten Würmern. An jeder Wand sind Kolonien. Die Mistviecher spucken jetzt auch noch erst deine Scheiße. Daher ist das Krankenlager auch voll. Keiner mehr hier, der die Arbeit machen könnte. Wenn ich mein Pensum nicht schaffe, nehmen sie mich von der Versorgungsliste und dann bin ich am Arsch. Dann steckt ihr in euren sauberen Stationen aber wie Bienen in der Büchse. Denn entweder sind es die Würmer hier im Lager oder die Baumaterialien in deinen untätigen Händen. Lass mich dieses Mal nicht hängen machen. Ich habe 2 Tonnen Blech und eine weitere Tonne Stahlträger hier. Aber wenn du deinen verdammten Arsch nicht herbewegst und die ganze Scheiße eigenhändig verbrennst, kommt der ganze Mist auch zu euch. Denn wir werden hier bei lebendigem Leib gefressen. Ja, ist uncool hier. Gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Aber wo soll ich jetzt hin? Sag mir bloß, ich bin hier falsch. Ja gut, immerhin die Werkbank hier gehabt. Ah. Ja, das sieht sicher aus. Da sollten wir definitiv lang gehen. Oh Gott, spuck doch. Oh. Spuck mich bitte nicht an. Ich habe gerade erst meine Gasmaske repariert. Das ist zwar nicht viel, aber besser als gar nichts. Hä? Was? Nein! So. Ich dachte, das wäre irgendwie irgendwas zum Einsammeln. Heute bei Zero verschwendet Munition, weil er Würmer hasst. Ist ein ziemlich langer Titel, ne? Sollte ich vielleicht nicht verwenden. Na toll, ich hätte auch einfach hier rüberspringen können. Lasst mich in Ruhe, bitte. Oh, ein Safe Point. Du Dreckiger! Da ist meine Gasmaske wieder am Arsch, geil. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, ich habe ein Boot runter. Oh nein. Ja, komm. Hau ein. Ne, den wollte ich nicht rausholen. Den hier wollte ich rausholen. Hey, ist uncool, ne? Ist uncool, wenn man aufs Maul kriegt. Haut bloß ab, ey. Macht ja keinen Spaß hier drin. Macht doch absolut keinen Spaß hier drin. Bitte nicht. Bitte greift mich nicht an. Lasst mich einfach nur in Frieden gehen. Lasst mich ziehen. Ich hab schon. Oh. Ich bin dem Schuss ausgewichen. Da bin ich wieder. Elendiger Abschaum. Ah, geil. Hauen die jetzt ab? Alles klar. Ich auch. Los, weg hier. Ah, nein, das auch noch. Ich weiß gar nicht, wie viel Sauerstoff ich noch habe. Lasst mich einfach raus. Ich weiß nicht, ob es noch schlimmer geht, aber ich hoffe nicht. Oh, es sieht aus, als hätte es ein Ende mit den Würmern. Toll. Wozu habe ich jetzt meine Gasmaske repariert? Für den Scheiß? Am Arsch, ey. Ganzen Ressourcen verschwendet. Was? Was ist hier los? Radioaktivität? Ja, gebe ich den Scheiß drauf.
Vielleicht auch nicht. Wann soll ich mir eigentlich den Schuss geben? Kann ich das separat alleine machen oder kann ich das manuell machen oder ist das automatisch? Hallo? Gib dir einen Schuss. Geht das schon wieder los? Ah, die Halluzinationen sind wieder da. Geil! Geil. Atyam. Na los, wach auf. Anna? Noch mehr Halluzinationen. Ja, da verschwindet sie wieder. Puh. Kein Ausgang. Kann ich hier wieder atmen? Nein. Wie viel Sauerstoff habe ich noch? Ich habe noch 11 Minuten. Ach so, alles klar. Als ob die Schwarzen wieder hier wären. Aber ich glaube, das ist einfach nur die Radioaktivität, ne? Solange keine Viecher hier sind, ist es mir egal. Kann meinetwegen alles radioaktiv verstrahlt sein. Wieso ist das gelootet? Wieso ist der Pilz gelootet? Ist hier irgendwas, was den Pilz gegessen hat? Was? Würde was? Gut. Zum Institut. Aber erst lesen wir ein bisschen. Bräunliche Notiz. Ja, ich habe das Tor abgeschlossen. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Seit dem Alarm hockst du da unten rum und ich habe die ganze Zeit damit verbracht, das Tor zu bemannen. Hier unten sind ziemlich verrückte Dinge passiert. Ein unvorstellbares Verkehrschaos, überall Unfälle. Die Rettungswagen steckten wie alle anderen im Verkehr fest. Alle sind durchgedreht. Die Leute rannten mit ihren Koffern und Taschen zum Tor, die Augen ganz weiß. Ich hatte 5 Soldaten, keine Chance, sie aufzuhalten. Sie schossen in die Luft, die Menge wich zurück. 5 Personen wurden dabei gegen die Wand gequetscht. Ich konnte nichts tun, es ging einfach nicht. Und ich werde auch nicht zulassen, dass du über mich richtest. Oder irgendwer sonst. Lebe wohl, wir werden uns wohl auf der anderen Seite sehen. Oh, es ist noch von der Anfangszeit. Was
Was ist denn das jetzt? Was ist das? Irgendwas redet mit mir. Was redet da mit mir? Das sind wahrscheinlich Kreaturen wie die Schwarzen, ne? Speichern. Was redet da mit mir? Ich hasse es, Dinge zu sehen, die ich zu hören, die ich nicht sehe. Ist das das Institut? Oh, hier geht's richtig ab. Bitte komm, 50-1. Hier ist 50-3. Wir kommen hier auch nicht durch. Alles ist gestört. Was machen wir denn jetzt? Wir führen die Befehle aus. Mach den Weg frei. Schießen Sie von der Straße, falls nötig. Das sind Halluzinationen. Oder doch nicht? Sind das Erinnerungen? Seht ihr den Eingang zur Metro? Sprengt ihn! Benutzt einen Treibkäfig. Wir wollen hier keine Granatsplitter. Alles klar. Sehr gut. Richtschütze, Metro-Eingang, 11 Uhr. Treibkäfig. Ziel erfasst. Treibkäfig bereit. Feuer! Verdammt! Ende der Straße, Leute! Fußspuren. Ja, Freunde, wem gehören die Fußspuren? Das alles und vielleicht sogar noch mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.